Jetzt sind wir wieder on air. Julia, jetzt kein Bier. Noch im Dienst Apfelsaft. Nur zur Info, wir zeichnen das Ganze auch auf. Das heißt, ihr könnt es euch hinterher noch einmal anschauen. Grundsätzlich denke ich, dass es nicht ganz so aufregend ist. Das heißt, wir werden jetzt noch einmal Sachen besprechen, die ihr ohnehin schon in der Ausschreibung gefunden habt. Aber ihr habt da jetzt noch einmal die Möglichkeit, uns auch direkt zu befragen, sozusagen. Und wenn ihr jemanden kennt, den das auch interessieren kann, dann könnt ihr das gern weiterleiten. Dann schicken wir den Leuten auch gern noch einmal sozusagen die Aufzeichnung von dem Infocall, dass die das hinterher auch noch haben. Ich denke, in dem Fall wird jetzt nicht wirklich noch viel passieren. Auf meinem Handy hat sich jemand gemeldet? Nein. Dann sollten. Ich habe eine kleine Übersicht noch einmal vorbereitet, eben für den Kurs, und werde gemeinsam noch einmal mit dem Chris das Ganze durchsprechen. Für alle, die ihn nicht kennen, Chris ist, wer ist der Chris? Der Chris ist dabei. Der Chris ist dabei, erfahrener Trainer, erfahrener Hundeführer, und wird, einige kennen ihn vielleicht eh schon. Und wird ganz bestimmt auch die eine oder andere Rolle spielen in unseren Modulen, so viel sei mal gesagt. Natürlich auch mit mir, und wir sind auch im Gespräch mit anderen internationalen Trainern aus dem In- und aus dem Ausland im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus, dass man unter Umständen, das ist, müssen wir einfach schauen, auch wie sich natürlich die Lage entwickelt, die Leute zu uns holen können für einzelne Themenbereiche. Ich denke, das, wodurch wir sehr gut geworden sind, ist eben auch das Zusammenspiel von dem Zulassen anderer Meinungen und von dem Austausch, von dem Networking, von dem man sehr profitieren kann. Magst du noch was erwähnen? Ja, von mir ein herzliches Hallo für heute. Der Flo hat mich kurz vorgestellt, ich bin der Christoph, bin langjähriger Diensthundeführer und Ausbildner für selber einen Spürhund, und werde mit dem Flo mehr oder weniger diesen ganzen Kurs auch gestalten. Und wie der Flo eben schon gesagt hat, unser Bestreben ist halt prinzipiell sehr gute Leute hier vor Ort zu bringen, um einfach das Beste anbieten zu können. Das einmal kurz und knackig. Genau, um aus euch das Beste zu machen. So, schauen wir uns kurz noch einmal den Inhalt zu dem Ganzen an. Das steht ja grundsätzlich in der Ausschreibung alles drinnen. Wir haben 8 Präsenzmodule, die dauern jeweils 3 Tage. Das heißt, die dauern an sich, je nachdem, wie es gereiht ist, Freitag bis Samstag, beziehungsweise gibt es ja auch 2 Module, die dann unter der Woche stattfinden, wo wir sozusagen eigentlich eine Intensivwoche geplant haben mit einem Tag Pause dazwischen. Und was dabei sehr cool ist, ist, dass uns, glaube ich, fast die gesamten 192 Unterrichtseinheiten, die praktisch stattfinden, auch vom Messerli-Forschungsinstitut der WEDMED-Uni Wien als Aus- und Fortbildungsstunden anerkannt werden, für Leute sozusagen, die sich diese Ausbildung anrechnen lassen wollen für die Prüfung für den Tierschutzqualifizierten, beziehungsweise all jene, die den österreichischen tierschutzqualifizierten Hundetrainer haben oder vielleicht in Deutschland in Paragraph 11, die können sich das als Fortbildungsstunden anrechnen lassen, die man ja vorweisen muss. Zusätzlich zu den Präsenzmodulen haben wir die 7 Online-Meetings, die wir nutzen wollen, um den Kontakt nicht ganz abreißen zu lassen. Wir haben ja abseits davon noch einmal unsere Online-Gruppe, die wir in ganz, ganz einfach gesagt in einer Facebook-Gruppe, die privat ist, erstellen werden, wo man sich austauschen kann, wo sich die Leute an sich von Mitfahrgelegenheiten, vielleicht einmal Carsharing oder was auch immer, bis hin zu Problemen in der Ausbildung, die dazu zur Verfügung steht, auch von unserer Seite, um Informationen für die unterschiedlichen Module und den Online-Plänen
wo wir das sozusagen preisgeben können. Und dann haben wir diese 7 Online-Meetings, wo wir unterschiedliche Probleme ansprechen können, neue Aufgaben aufgeben können und grundsätzlicher Diskussion starten können, wie es uns in den Trainings geht, wie man vorankommt, Troubleshooting, beziehungsweise was ist gerade sehr gut gelaufen. Ja? Also auch dazu soll es zur Verfügung stehen. An sich ist der Themeninhalt ja ganz klar. Es ist die Basisausbildung Spürhund. Zum Spürhund dazu gehört ja nicht nur das Spüren, sondern dazu gehört ja auch ein gewisses Maß an Gehorsam, funktioneller Gehorsam, der in dem Fall von uns natürlich an den Spürhund angepasst wird oder worden ist. Und wir haben ja auch noch Specials drinnen, wo wir Grundlagen, das kann man natürlich nur anschnitzen, einfach weil es sehr interessant ist aus unserer Sicht, von Verbal Directionals, Laser Directionals machen werden. Ob man das jetzt braucht oder nicht, ich habe gerade kürzlich mit einer Kollegin ein Gespräch darüber geführt, stellt sich eigentlich aus unserer Sicht gar nicht, weil es ist immer spannend, da was Neues kennenzulernen, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, auch über die Sachen hinauszuschauen, die vielleicht im Rahmen des Notwendigen stehen. Wir haben im vergangenen Sommer beim Kurs mit Jens Frank mitgemacht und schon vorher haben wir die Hunde auf den Laser gebracht. Das heißt, da werden wir euch auch einige Basics dazu geben können und sind natürlich laufend selber in Fortbildung und bilden unsere Hunde auch laufend aus. Der ganze Spaß wird aufhören mit einer Abschlussprüfung. Die werden wir auch schon sehr früh im Kurs natürlich besprechen, worauf ihr euch da einlasst, wo die Reise hingeht, denn sorry, hat uns gerade wir haben gerade ein sehr cooles Trainingsvideo gedreht. Der SET ist der Spürhunde-Eignungstest und die Basisausbildung wird euch auf diesen vorbereiten. In diesem Eignungstest geht es eben um Spürhundearbeit, gekoppelt mit einem notwendigen funktionellen Gehorsam und das Ganze wird sozusagen auf Grundlage eures Trainingsgeruchs, ob das dann Kong ist oder ein anderer Rubber Scent oder was auch immer, wird genau mit diesem Stoff erledigt werden. Wir haben dazu ja auch schon unsere eigenen Trainees, unsere eigenen Spürhundeteams überprüft. Wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, schon 3 Prüfungen gemacht mit denen. Wir haben die nächste geplant, auch wieder im Jänner, haben den Test, die Herangehensweise schon modifiziert. Was wir jetzt schon nach außen tragen können, ist grundsätzlich, dass es in unterschiedliche Disziplinen, funktionellen Gehorsam und Spürhundearbeit, die Spürhundearbeit wiederum in einen Bereich Sendwheel, wo es auch um Diskriminierung geht von Verleitergerüchen. Wir haben Fahrzeugsuchen drinnen, wir haben Innenraumsuchen, wir haben Außenbereichsuchen. Und das stimmt nicht ganz, im SED haben wir jetzt Lineups und kein Sendwheel mehr. Ja, aber das sind Sachen, die werden wir euch dann alle mitteilen und wir werden euch natürlich bestmöglich auf diese Sache vorbereiten. Was bei unserem Test ganz cool ist, ist, dass es auch einen Double Blind in diesem Test gibt, sozusagen, wo einfach niemand vor Ort ist, der weiß, wo die Zielstoffe sind. Das Ganze wird per Video und Livestream aufgezeichnet, wo sich die Prüfer das dann in einem anderen Zimmer anschauen und hinten nach gemeinsam mit den Teams durchgehen, das Ganze auf Zeit. Und das hat bisher auch schon sehr gut funktioniert und das macht auf jeden Fall einen Riesenspaß. Plus natürlich für alle, die es bestehen, die bekommen dann natürlich auch zusätzlich zur absolvierten Ausbildung das Zertifikat des SET von Kynotec. Die Inhalte der Module würde ich jetzt gar nicht im Einzelnen durchkauen. Ich habe es noch einmal rauskopiert aus der Ausschreibung. Ich denke, ihr habt euch das alles durchgelesen. Wenn ihr da wirklich Fragen habt, seid herzlich eingeladen, das ist noch im Folgenden die Fragen zu stellen. Ich rutsche da gleich weiter. Grundsätzlich, der Chris hat mir empfohlen, das im Nachhinein noch einmal zu besprechen, aber wir haben uns überlegt, einzelne Module des Workshops auch anderen Teams freizuschalten, die in jedem Fall sozusagen diese Ausbildung zum Beispiel einmal machen wollen, aber erst später dazukommen, sich vielleicht zeitlich bedingt jetzt nicht die gesamte Ausbildung leisten können oder aus finanzieller Sicht, da wollen wir den Leuten die Möglichkeit geben, da mal reinzukosten und einzelne Module wie einen Workshop zu buchen. Mit dem Vorteil, dass die Leute
uns im Training kennenlernen können, mit uns arbeiten können, mit dem Nachteil natürlich auch, dass all diese Inhalte von Online-Trainingsplänen, von den Online-Meetings bis hin zur Betreuung in der Online-Gruppe natürlich nicht vorhanden sind. Plus auch die Abschlussprüfung natürlich für diese Leute nicht gegeben ist. Das heißt, wenn dieser Kurs nicht voll sein sollte, gibt es die Möglichkeit, bei einzelnen Modulen sich als externer Hundeführer einzuklinken, ja, um diese Arbeit kennenzulernen. So viel sei dazu gesagt. Die Ausbildungsdauer, wisst ihr, dauert 12 Monate, von Mai 22 bis, habe ich mir da verschrieben wahrscheinlich, ja, habe ich mir verschrieben, aber sie dauert 12 Monate. Mathematik ist nicht mein Hobby. Der Austragungsort ist bei uns in Wien, vielleicht waren, ich weiß gar nicht, ob jetzt da in der Gruppe schon jemand bei uns war. Wir sind jetzt gerade wieder da, wir bauen unser Trainingsareal ständig aus, wir haben unglaublich coole Möglichkeiten. Wir haben da eine riesige Industriezone, die wir relativ frei nutzen können. Wir haben unsere Halle mit Brickwalls, wir haben mittlerweile mehrere Sandwheels, Geruchskarusselle, wir haben eben auch mehrere Ziegelwände, wir haben unterschiedliche Lineups, wir haben die Möglichkeit auf Fahrzeuge zuzugreifen, wir können die Fahrzeuge sogar in Hallen bringen, um sozusagen unter Dach zu suchen. Wir haben riesengroße Außenbereiche, wir haben Asphaltflächen, wir haben bewaldete Flächen, bewachsene Flächen, leerstehende Hallen, Bürogebäude. Wir haben sogar die Möglichkeit, in Mitarbeitercontainern, sozusagen die unter der Woche da schlafen, zu arbeiten. Eigentlich ein absolutes Paradies, das wir natürlich auch euch zur Verfügung stellen wollen, um in diesem Kurs aus den Vollen zu schöpfen. Die Dauer oder der Zeitplan wird eigentlich klassisch sein von 9 bis 17 Uhr für die Präsenztreffen, für die Online-Meetings circa 2 Stunden angedacht. Es wird vielleicht mal kürzer dauern, manchmal wird es vielleicht ausarten. Wer weiß, das haben wir jetzt einmal so geplant, dass das mit jeweils 2 Stunden angesetzt wird. Für alle, die mobil sind und mobil kommen wollen, gibt es bei uns auch die Möglichkeit, gegen eine sehr kleine Gebühr mit am Camper zu kommen. Das haben wir uns gedacht, schreiben wir auch gleich dazu, weil immer wieder Leute anfragen. Es gibt die Möglichkeit auf Toilette und Dusche. Je nachdem müssen wir jetzt noch schauen, ob man da auch einen Strom kriegt. Sollte an sich möglich sein. Das haben wir jetzt noch nicht, aber da müssen wir noch schauen. Also wer mit Camper oder Ähnlichem kommen möchte, das wird man auf jeden Fall hinbekommen. Und ja, die Zielgruppe seid ihr, das heißt bereits tätige Spürhundeführer, Trainer, beziehungsweise solche, die es werden wollen, egal aus welcher Branche. Edi Julia hat mich darauf hingewiesen, noch einmal hervorzuheben, auch dass das Ganze nicht nur behördenlastig ist, um Himmels Willen ganz und gar nicht, so wie meine Hunde selber jetzt in der Schädlingsbekämpfung geführt werden, die Hunde zum Beispiel von der Julia im Artenschutz geführt werden, so sind bei uns eigentlich alle willkommen, die sich der professionellen Spürhundearbeit hingeben wollen, die unterschiedliches lernen wollen. Und das ist zum Beispiel auch das Coole und das Wertvolle zwischen Chris und mir, diese Synergie, die aus dem behördlichen Dienstbereich kommt und von mir aus der Privatwirtschaft, da kann man nur davon profitieren. Grundvoraussetzungen sind für euch als Hundeführer schlau, um sozusagen von dem Kurs möglichst viel mitzunehmen. Ich denke, grundlegendes kynologisches Wissen. Wir werden natürlich einige Sachen noch einmal wiederholen aus der Lerntheorie, aber es reicht jetzt nicht nur, wenn man weiß, wo hinten und vorne ist beim Hund. Man sollte schon ein gewisses Know-how haben, auch über das, wie ich einen Hund motivieren kann. Das kommt eh später auch noch einmal beim Hund. Der Hund sollte grundsätzlich keine Probleme mit der Umwelt haben. Ich habe es einer anderen Kollegin aus Deutschland gesagt, und zwar so, dass wir uns in dieser Ausbildung auf die Spürhundearbeit konzentrieren werden wollen. Wir werden uns in dieser Ausbildung nicht darauf konzentrieren wollen, wenn ein Hund Schwierigkeiten hat, weil ein anderer Hund gerade gassig geführt wird, dass er sich dann nicht konzentrieren kann oder was auch immer. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir auf kleine Probleme nicht auch eingehen, aber es wird kein Alltagsproblem, Hundekurs, ja, ist glaube ich eh klar. Wenn jemand von euch mitmachen wollen würde, der einen jüngeren Hund hat, kann man über alles reden. Wir haben jetzt uns grundsätzlich auf die 6 Monate einmal geeinigt, weil
die meisten Hunde da auch schon einen Zahnwechsel abgeschlossen haben, wo man schon vernünftig spielen kann, wo man auch die grundlegenden Motivationsstrukturen schon etabliert hat, wo man vielleicht auch schon ein bisschen an Grundgehorsam gefördert hat, um möglichst einfach arbeiten zu können. Diese ganzen Grundlagen auch mit der Selektion des Spürens etc. findet ja sowieso auch noch einmal im ersten Modul statt, aber es macht einfach zum Teil, nicht immer, ich habe mit meinen oder wir haben ja mit unseren Hunden auch immer mit der achten Lebenswoche sozusagen oder mit Abschluss der achten Lebenswoche angefangen zu arbeiten. Das funktioniert alles, aber es ist auch sicher nicht verkehrt, wenn man mit einem Hund anfängt, der einfach schon ein halbes Jahr alt ist oder ein bisschen älter. Ja? Beziehungsweise mit einem erwachsenen Hund, so wie es vielleicht die ein oder andere von euch auch vorhat. Bitte, die Hunde müssen natürlich versichert sein und natürlich gesund und geimpft und gechippt und ja, die Kosten sind, glaube ich, auch klipp und klar dargestellt. Ihr habt Möglichkeit auf Einmalzahlung. Ratenzahlung ist aufgewertet natürlich immer etwas kostspieliger, unter Anführungsstrichen. Wobei ihr natürlich auch jetzt noch vom Frühbucherrabatt von 15% Gebrauch machen solltet. Das heißt, nicht zögern und hadern, um einen unserer ehemaligen Bundeskanzler zu zitieren. Wobei das gar nicht so gemeint ist. So, ich habe Fragen bekommen per Mail, die ich auch noch einmal beantworten möchte, beziehungsweise habe ich sie vielleicht sogar auch schon per Mail beantwortet, aber nicht alle, die hier sind, waren damals in dieser Mail-Verteilergruppe dabei. Das heißt, es wurde die Frage gestellt, ob nach diesem Kurs die Möglichkeit besteht, für uns, mit uns zusammenzuarbeiten. Sowas können wir jetzt natürlich noch nicht garantieren. Aktuell ist die Lage einfach sehr schwer. Wir fokussieren uns ja grundsätzlich aktuell sehr auf die Schädlingsbekämpfung. Die erlebt aber aktuell eine Flaute. Warum? Weil einfach das internationale Reisen nicht möglich ist. Insofern auch die Schädlinge, die wir jagen, zum Glück und leider nicht unter uns weilen. Wenn das einmal irgendwann wieder losgehen sollte, kann man über alles reden, aber wir können und wollen niemanden jetzt da garantieren, dass man sozusagen nachher fix fertig bei uns einsteigen kann. Das war vielleicht etwas unglücklich formuliert. Dennoch, sollte irgendwann einmal so eine Möglichkeit bestehen, ist es schlau, wenn jemand von euch mit uns zusammenarbeiten möchte, der natürlich so einen Kurs hat oder einen Kurs wie den von der AHD, GESPR, wo es um den angewandten Hundetrainer geht. Leute mit so einem Vorwissen, mit diesen Vorkenntnissen, tun sich selber natürlich einen Gefallen, in der Bewerbung später das vorweisen zu können. Übrigens, alle unsere Spürhunde-Trainees und Trainer-Trainees sind zum Beispiel in der Ausbildung zum angewandten Hundetrainer beziehungsweise in der Ausbildung zu den Spürhunden. Und jetzt bin ich gleich fertig. Nach dem Kurs wird auch angedacht, fortführende Ausbildungskonzepte für euch anzubieten. Für euch als Absolventen beziehungsweise wird es da andere Mindestqualifikationen natürlich auch geben können. Leute, die dann in den Trainerkurs wechseln wollen oder in unterschiedliche stoffspezifische Gruppen wechseln wollen, je nachdem, was uns da noch alles einfällt an Schweinereien, werden wir da unterschiedliche Aufnahmetests, ob das jetzt der ESD-Einsatzsimulationstest von uns ist oder. Ja, da wird es noch unterschiedliche Möglichkeiten geben. Für all jene, die sich ja jetzt für diese Grundausbildung Spürhundeführer anmelden für den Grundkurs, das ist ja der erste Lehrgang, die erste Charge. Das heißt, auf diesem aufbauend wird sich alles entwickeln. Und jetzt, bevor ihr herzlich eingeladen seid, eure Fragen in den Chat zu schreiben, die könnt ihr übrigens im Chat als Frage auch schon deklarieren, beziehungsweise mit einem Fragezeichen abschicken. Wollen wir euch natürlich vorher noch kurz bewerben mit, wir haben im März nächsten Jahres einen saucoolen erweiterten Erste-Hilfe-Kurs mit polnischen Spezialisten aus dem Bereich, woher kommen sie? Paramedik und Diensthundewesen. Genau, Paramedik, Diensthundewesen. Die für Mensch, aber natürlich in unserem Fall auch für Hund, da ein sehr cooles Programm auf die Beine gestellt haben. Für uns in Österreich ist das etwas fremd. Wir haben ja andere Erste-Hilfe
Algorithmen etc. Jemand von euch, der vielleicht aus dem Rettungsdienst kommt, kennt auch noch einmal andere Algorithmen. Und das macht da absolut Sinn. Die haben sich da ein cooles Programm überlegt. Wir haben das im September oder im Oktober in Polen durchgespielt und laden die Jungs jetzt zu uns ein. Da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, dazu zu stoßen. Ist allerdings ein Workshop ohne eigenen Hund. Und wer sich jetzt denkt, hoppla, Spürhundeführer, das klingt zwar saugeil, aber eigentlich würde ich lieber einen Trainer machen, der kann sich natürlich beim angewandten Hundetraining für den angewandten Hundetrainer anmelden. Auch da gibt es eine Anmeldefrist. Der zweite Lehrgang startet nächstes Jahr im März. Und jetzt zurück zum Grundkurs Spürhundeführer. Bitte verratet uns, was eure Fragen sind. Ich habe lang geredet. Ist noch irgendwas unklar, ist etwas offen geblieben? Alles beantwortet. Alles beantwortet. Es sind auch noch einige online, das heißt, wir reden mit uns selber. Natürlich könnt ihr auch weitere Fragen später stellen. Das heißt, ihr erreicht mich sowieso über die Kynotec-Homepage, über die Kynotec-Facebook-Seite. Einige haben ja auch meine private Nummer. Oder die ist ja auch einfach auf der Homepage zu finden. könnt ihr euch auf allen Kanälen melden. Oder jetzt noch die Zeit nutzen und uns direkt die Fragen stellen. Grundsätzlich sind wir auch auf die Idee gekommen, des Grundkurses, da wir jetzt so viel Online-Angebot gehabt haben, selber konsumiert haben, selber angeboten haben, haben wir einfach auch gemerkt, dass eine gewisse Lust und Notwendigkeit wieder für praktische Ausbildungen besteht. Und wir hoffen stark, dass auch unter gegebenen Bedingungen nächstes Jahr wir diese Ausbildung durchführen können, so wie andere Kurse, die wir heuer auch über die Sommermonate ohne Probleme haben durchführen können. Einfach weil das praktische Arbeiten noch einmal was anderes ist. Ich habe einen Kunden aus dem Online-Bereich, der im Online-Training ist, ab und an auch bei uns in der Präsenzausbildung ist, für eine Stunde, dann einmal in der Woche vielleicht. Und das kann man natürlich nicht vergleichen mit einem solchen umfassenden Kursprogramm, weil wir wirklich 3 Tage intensiv an theoretischen Lehreinheiten und mit euch praktisch im Gelände, auf unserem Übungsgelände mit den Hunden arbeiten. Und wenn man mal diese 24 Stunden in 3 Tagen wirklich durchackert, wird man irrsinnig davon profitieren. Es wird euch irrsinnig müde machen, es wird zum Teil sicher auch frustrierend sein, aber das soll sein, es soll euch weiterbringen, es soll euch fordern. Und unsere Idee ist ja wirklich, das Bestmögliche aus unseren Teilnehmern herauszuholen. So, jetzt haben wir da schon die ersten Fragen. Das ist großartig. Gibt es mal eine Sekunde. Manuela. Vielleicht, wenn ich antworten darf. Es gibt ja eigentlich kein Open End. Was wir einfach voraussetzen, ist die körperliche Grundvoraussetzung und dass der fit ist. Solange der Hund quasi kein Problem hat, irgendwo zu springen, hochzuspringen, runterzuspringen, ist es für uns eigentlich absolut kein Thema. Wenn der 10 ist und fit wie ein Turnschuh, liebend gerne. Wenn jemand sagt, ihr habt diesen 10-jährigen, 9-jährigen Hund, oder von mir ist auch drüber, ich habe jetzt eine Kundin, die hat einen 15-jährigen Zwergpinscher. Ja, das ist eigentlich nicht unsere Zielgruppe, aber die Ute ist, glaube ich, eh dabei. Der, oder ist ein Rehpinscher, ich weiß es ja gar nicht, bin ja ganz schlecht mit Rassen. Aber der Hund macht die Ausbildung bombenmäßig geil. Der hört fast nichts mehr, aber der hat eine super Beutemotivation und macht die Ausbildung. Ihr bildet euch vielleicht, aber vielleicht auch nicht, ein Arbeitsmittel aus für die Spürhundearbeit.
Wenn ihr aber sagt, ich habe jetzt einen Hund, der ist 8, 9, 10 Jahre alt, ich möchte mit dem die Ausbildung durchlaufen, damit ihr das ganze Konzept kennenlernt, um das Konzept dann auf einen jungen Hund zu spielen, ist das durchaus ein sehr, sehr schlauer Gedankengang. Das heißt, Manuela, ich weiß nicht, wie alt der Hund ist, an den du gerade denkst, aber solange er schnauft, geht und frisst und zu motivieren ist, dann kann man mit dem sicher arbeiten. Und das machen wir genauso, dass wir quasi unsere Oldies so ein bisschen nutzen, um irgendwas Neues auszuprobieren, wo wir jetzt noch nicht ganz sicher sind, ist das was, funktioniert das, weil wir bei dem Oldie jetzt unter Anführungszeichen nichts kaputt machen können. Und wenn wir sehen, alles klappt ganz gut, dann legen wir das einfach auf den jungen Hund über. Genau. Ich hoffe, die Frage ist ausreichend beantwortet. Die Hündin ist 3. Viel zu alt. Hi Lisa. Ich mache aktuell den tierqualifizierten Tiertrainerlehrgang. Sehr gut. Kann ich auch einzelne Module als Praktikum mitbelegen oder andere Workshops geben? Ist da Plätze zum Zuschauen? Wie bereits gesagt, wir denken an, sofern es Plätze gibt, dass man auch einzelne Module als externer mitbuchen kann. Ob du, wenn du zum Beispiel als Beobachterin, nennen wir das immer, das heißt die Teilnahme ohne Hund ist bei uns immer die Beobachtung, das machen möchtest, ist das für uns kein Problem. Wenn du das als Teilnahme in deiner Ausbildung, wo machst du denn das, ist das ist ja wurscht, ATN oder wo auch immer, wenn du das anrechnen lassen kannst, großartig, aber es ist natürlich eine Teilnahme, Gebühr zu entrichten, so wie jeder andere, der als Beobachter oder als Hundeführer mitmachen möchte. Ja. Aber von uns aus sehr gern. Wir haben auch von unterschiedlichsten Ausbildungen immer wieder Praktikanten bei uns. Aus der eigenen Ausbildung, von mir jetzt mit AHD, aber auch von früher mal von DHL und von ganz vielen aus dem In- und aus dem Ausland. Okay, bei THT, genau. Ich habe TNT im Kopf gehabt, aber das ist wahrscheinlich, weil wir zu viel heute damit gearbeitet haben. Stanka. Ja. Grundsätzlich ja. But of course, it's not a deal, not a big deal for us to explain things in English. And to get back to you in English, to provide you with our online progression plans in English. So this will not be a problem at all, I guess. So feel free. And in the end, it's always fun talking some English and to refresh your own English skills. So, and since none of us is a native speaker in English, it shouldn't be that big of a problem. So, haben wir eine Frage übersehen? Ich glaube nicht. Wundert euch nicht, wenn ich so komisch in den Bildschirm reingaffe, aber das ist alles sehr klein da und meine Augen werden nicht besser. Dein geschriebenes Deutsch ist großartig, danke. Gibt es sonst noch Fragen? Wenn euch später irgendwelche Fragen noch in den Sinn kommen, bitte schreibt uns das einfach, ruft es an. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, die Ausbildung, die anderen Möglichkeiten, die es bei uns gibt, vom Online-Training bis zu Präsenztrainings, die Workshops. Aber jetzt einmal geht es um den Grundkurs, das heißt, ja, sagt es euren Freunden weiter. Nutzt die Möglichkeit, holt das Beste aus euch und euren Hunden raus. Und wir freuen uns auf jede und jeden Einzelnen, mit dem wir
die Ausbildung beschreiten können. Okay, ich glaube, es kommt nicht mehr mehr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt noch einmal die wichtigsten Sachen gehört, mitnehmen können. Und in dem Fall, jemand Tipp noch, warten wir noch kurz ab. Möchten wir uns bedanken für die Teilnahme. Ich hoffe, ihr habt alle Fragen beantwortet bekommen. Wir haben euch Lust gemacht auf die Ausbildung oder auf das Arbeiten in einer anderen Form und können euch hoffentlich bald in den Hallen der Kynotec begrüßen. Okay, schönen Abend. Schönen Abend, tschüss. Da schreibt noch wer.